Mein Name ist Christian Redl und bin seit knapp 20 Jahren professioneller Luftanhalter. Habe das Ganze schon in meiner Kindheit geliebt, unter Wasser zu sein. Schnorcheln mit 6 Jahren begonnen, 10 Jahren zum Flaschentauchen. Und mit 16, 17 habe ich den Film Im Rausch der Tiefe gesehen. Und der hat mein Leben grundlegend verändert. Ich wollte dann unbedingt so werden wie der Jean Reno. Also einer dieser Hauptdarsteller, die sich gegenseitig die Weltrekorde abgejagt haben in dem Film. Und da habe ich halt gemerkt, ich habe das geliebt als Kind. Da gibt es einen Sport, da gibt es Weltrekorde. Und dann habe ich mir die halt als Vorbild genommen und habe halt alles Mögliche unternommen, um dann irgendwann einmal dieser Profisportler werden zu können. Also das Thema Angst ist ein sehr wichtiges Thema, bin ich draufgekommen. Ich setze mich sehr viel mit den Themen der Leute, der Gesellschaft auseinander, weil mich das halt einfach interessiert. Und durch meine Vorträge bin ich draufgekommen, dass die Leute halt einfach irgendwie diesen Leistungszugang in den letzten Monaten, Jahren ein bisschen verschoben haben. Also ich bin ja noch aufgewachsen, sage ich mal, mit einem Leistungsdruck unter Anführungszeichen. Das heißt, man wollte immer gut sein, ja. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass die Leute diesen Anspruch nicht mehr ganz so stark haben. Das, was ich aber gemerkt habe, ist, dass viele Menschen Angst haben. Ja, warum? Wir haben eine Pandemie gehabt, wir haben eine Teuerung, wir haben Kriege. Also das heißt, die Leute sind permanent mit dem Thema Angst konfrontiert. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich die Menschen viel besser erreichen kann. Und natürlich, wenn du dich damit aus dem Thema auseinandersetzt, kommst du halt sehr viele Dinge drauf, wie das halt bei mir selber war. Und da habe ich halt gemerkt, dass jeder Mensch Angst hat. Also auch ich habe jetzt natürlich noch immer vor gewissen Dingen Angst. Aber die Frage ist ja nicht davor oder dafür, habe ich jetzt Angst oder nicht, sondern wie gehe ich damit um? Das ist eigentlich das viel Interessantere. Ja, es geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt die Angst komplett überwinden, sondern gibt es vielleicht Werkzeuge, wie ich mir die Angst zur Hilfe machen kann. Wie kann die Angst quasi mein Freund sein und nicht mein Gegner? Und um halt viele Menschen zu erreichen, habe ich halt dann die Idee gehabt, dieses Buch zu schreiben. Und da liest man auch halt darüber, wie ich Angst hatte. Und ich war natürlich auch als Kind sehr ängstlich. Und das hat sich aber dann mit der Zeit gebessert. Und wenn du halt weniger Angst hast, hast du halt ein viel befreiteres Leben. Und das ist eigentlich das, was alle wollen. Damals war es halt so, ich bin auf die Welt gekommen, war alles gut. Und dann haben wir halt schon gemerkt in der Kindheit, dass ich halt in gewissen Sportarten immer schlechter bin wie die anderen Kinder. Ich habe nie einen gescheiten Purzel bauen können und da habe ich halt damals schon in der Volksschule einen Dreier bekommen. Damals war das halt so üblich, dass du quasi über das ganze Zeugnis eine Note bekommst, ja. Und nur weil ich keinen Purzel bauen konnte, ja, habe ich halt einen Dreier gehabt im Zeugnis, was natürlich jetzt für ein Kind jetzt nicht super tolle Erfahrung ist. Und je älter ich geworden bin, also in meiner Jugend, habe ich dann einen Wachstumsschub gehabt. Und normalerweise sollten ja die Füße in die Länge wachsen, meine Füße sind in die Höhe gewachsen. Ist das Ganze dann halt immer schlimmer geworden dadurch und irgendwann war ich dann sogar turnbefreit. So muss man sich mal vorstellen, jetzt bist du turnbefreit und jetzt bist du Extremsportler. Ja, also wenn man Ziele hat und Träume hat, kann man die auch trotz Handicap erreichen. Nur natürlich war das eine sehr prägsame Phase für mich, ja, im Nachhinein eine sehr wichtige Phase. Das Problem ist natürlich, in der Phase, wo man dann ist aktuell, denkst du ja ganz anders darüber nach. Ja. Dann denkst du dann auch, warum hat es mich erwischt und nicht die anderen. Ich habe sehr viele Untersuchungen gemacht, um rauszufinden, warum das da ist. Ja. Damals haben sie dann gesagt, ja, das ist eine Erbkrankheit. Ja. Mit 30 sitze ich im Rollstuhl und mit 40 bin ich geistig behindert, weil das fängt deine Füße an und geht dann durch den ganzen Körper. Also wenn du 16, 17 bist, willst du alles hören, aber nicht das. Ja. Im Nachhinein betrachtet, muss ich aber sagen, Gott sei Dank hat das sich auch nicht bewahrheitet. Ja. Und zweitens war es aber ein wichtiger Prozess, ja, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn das wirklich stimmt, dann muss ich ja jeden Tag leben, als wie wenn es mein letzter wäre. Ja. Und das ist natürlich schon wieder eine Motivation gewesen, um eben dann etwas zu erreichen. Und 2002 bin ich dann auf beiden Füßen gleichzeitig operiert worden, bin dann 6 Wochen lang im Spital gelegen. Auch das prägt, muss ich ehrlicherweise sagen, im Nachhinein sehr. Und wie ich dann aus dem Spital rausgekommen bin, wollte ich dann im Sommer 2002 wieder tauchen gehen. Und habe aber gemerkt, wenn du Flossen anhast und du bist auf beiden Füßen operiert worden, also das waren Schmerzen, das wünsche ich niemandem auf dieser Welt. Und ich habe die Taucherbrille wirklich von innen geflutet mit meinen Tränen voll Schmerz und habe gedacht, wenn ich nicht über diesen Schmerz drüber gehen kann,
dann gehe ich vielleicht nie wieder tauchen. Und das Tauchen war aber das Einzige, was mir immer geholfen hat. Warum? Im Wasser habe ich ja diese Einschränkung nicht. An Land, mit dem Laufen, mit dem Skifahren, mit dem Tennisspielen, Fußballspielen war er immer schlechter wie alle anderen. Aber im Wasser waren wir alle gleich. Weil da gab es halt nicht das Problem mit der Einschränkung. Und darum haben wir gedacht, ich will halt unbedingt Taucher werden. Ja, und wenn dann jemand sagt, naja, jetzt hast du Schmerzen auf die Beine, du kannst nicht wieder tauchen gehen, dann wäre ja mein ganzes Leben wieder zerbröselt. Und daraufhin habe ich aber gesagt, okay, ich brauche irgendeine Motivation. Und daraufhin habe ich ja dann meinen ersten Weltrekord geplant und durchgeführt. Damit ich quasi über diesen Schmerz drüber gehe. Das Tauchen ist alles für mich. Ja, also wenn du jetzt sagst, du nimmst mir das Tauchen weg, ja, dann nimmst du mir im Prinzip mein komplettes Leben weg, weil das Tauchen ist jetzt nicht nur für mich ein Sport, sondern das ist wie eine Religion, das ist wie alles für mich. Ja, weil auf der einen Seite habe ich über das Tauchen halt Abenteuer erleben dürfen, war auf der ganzen Welt unterwegs. Ja. Auf der anderen Seite wieder was für mich als Mensch eine wichtige Entwicklung, weil ich halt gemerkt habe, okay, trotz Einschränkung kannst du noch immer in einer Sache gut sein. Ja. Und das hat mich halt so weit gebracht, wie ich heute bin. Ohne den Tauchen wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin. Und das ist ja auch der Grund wiederum, warum ich das Ganze auch weitergeben möchte, damit eben so viele Menschen wie möglich eben das perfekte Leben für sich finden und auch umsetzen. Ja, natürlich hätte ich auch sagen können, ich habe die Einschränkung und keine Ahnung, ich mache jetzt irgendeinen Job, der mir keinen Spaß macht und ich lebe halt so vor mich hin. Ja, das war aber nie mein Anspruch. Mein Anspruch war immer, ich möchte für mich, weil ich ja immer geglaubt habe, das Leben kann vielleicht kürzer sein wie beim normalen Lebensverlauf, ja, dass ich gesagt habe, ich will immer das Bestmögliche für mich haben. Also das Lustige ist ja das natürlich, wenn man sich meine Biografie anschaut, eben auf der einen Seite dieser Extremsportler und auf der anderen Seite eben der Investmentbanker. Ich bin ja da überhaupt dazugekommen, lustige Geschichte, ich habe eben den Film im Rausch der Tiefe gesehen und da habe ich gewusst, ich will jetzt aufhören mit der Schule, professioneller Luftanhalter werden. Es war natürlich für meine ganze Familie ein Riesendrama, weil die das halt nicht verstehen, weil meine Eltern auch nicht tauchen gehen. Also die haben null Bezug zum Element Wasser. Und deswegen war das halt auch immer in meiner Kindheit ein bisschen schwierig, denen das zu erklären. Ja? Weil wir natürlich alle als Familie das auch nicht ganz geil verstanden haben, dass eigentlich das Wasser quasi für mich das Ersatzland ist, unter Anführungszeichen. Und deswegen war das halt immer ein Kampf. Glücklicherweise für meine Eltern, aber auch für mich, habe ich dann einen zweiten Film gesehen, nämlich Wall Street mit Michael Douglas. Und habe mir gedacht, okay, das Thema hat mich auch schon immer interessiert, ja, Aktienhandel und so weiter. Sehr spannendes, anspruchsvolles Profil, was die da haben. Und diese Welt hat mich einfach fasziniert, genauso wie die Unterwasserwelt. Und dann habe ich halt beides gemacht. Ja, und für mich war es damals so, dass das Tauchen quasi der Ausgleich war für meinen echten Job, wenn man so möchte, in der Bank. Ja. Das heißt, untertags bin ich in der Bank gesessen, war natürlich sehr stressig, hat Spaß gemacht, aber trotzdem hast du sehr viel Druck, ja, weil da geht es ja auch um viel Geld, unter Anführungszeichen. Und deswegen bin ich dann immer, wenn es mal schlecht gegangen ist, am Abend noch zum See gefahren, bin da reingesprungen. Und das, was mir am meisten gefällt beim Tauchen, ist jetzt neben den Abenteuer und dass du im dreidimensionalen Raum bist, ja, das, was mir am meisten immer fasziniert hat, ist, du bist im Hier und Jetzt. Sobald ich unter Wasser war, waren meine ganzen Sorgen, Ängste wie weggeblasen. Ja. Ich bin da rein ins Wasser und dann habe ich das entdeckt, das erlebt, dort wieder was Cooles gesehen, ja. Und du bist einfach nur im Hier und Jetzt. Das heißt, es gibt beim Tauchen, also zumindest für mich nicht, keine Vergangenheit und keine Zukunft. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was die Menschen wieder lernen sollten, im Hier und Jetzt zu sein und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Also es ist so, dass das Thema Angst ja schon seit Menschengeschichte da ist. Und es gibt halt Menschen, die halt viele negative Erfahrungen gemacht haben, dadurch vielleicht mehr Ängste haben wie andere Menschen, ja, aber es betrifft in Wirklichkeit dann jeden. Und ich habe aber halt gemerkt, dass es jetzt egal ist, ob du jetzt Angst hast oder nicht, ja, oder die Leute sagen dann, naja, ich will meine Angst besiegen, ja. Ich glaube, das sind halt diese falschen Diskussionen oder falschen Fragen, die man sich stellt, ja, sondern man muss einmal analysieren, was ist überhaupt einmal Angst? Da beginnt es einmal. Ja. Weil Angst ist ja nicht real. Angst ist ja nur in der Zukunft und in der Fantasie. Im Unterschied zur Gefahr. Weil die Gefahr ist im Hier und Jetzt. Das heißt, wie oft hat man schon als Mensch Angst gehabt vor Dingen, die dann nie eingetreten sind? Also allein wenn ich mir diese Frage stelle,
dann komme ich ja selber drauf, dass ich gemerkt habe, wahrscheinlich in 90% der Situationen habe ich Angst gehabt vor etwas, was da nie eingetreten ist. Und wenn man sich diese Dinge einmal bewusst wird und sich damit auseinandersetzt, glaube ich, hat man schon mal einen sehr großen Schritt gemacht in die richtige Richtung. Wenn dann eine Angstsituation da ist, gibt es ganz einfache Techniken. Man kann Angst wegatmen zum Beispiel. Ja. Das heißt, mit der richtigen Atemtechnik kann ich mich in die Angst wegatmen, ich kann mich in den Schlaf atmen, kann die Konzentrationsfähigkeit dadurch erhöhen. Also mit sehr einfachen Dingen kann man diese Angst dann auch wieder auf die Seite schieben. Weil, wie gesagt, sie ist ja nicht real im Unterschied zur Gefahr. Das habe ich glücklicherweise alles gelernt durch den Extremsport, weil da gehst du ja an deine Grenzen. Manchmal bin ich auch über die Grenzen gegangen, also nicht jeder Weltrekordversuch hat funktioniert. Und da lernst du etwas dabei. Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, so wie damals, naja, das ist der Weltrekordhalter, der kann das. Ich bin davon überzeugt, wir sind alle gleich auf die Welt gekommen. Und der eine setzt sich halt mit seiner Angst auseinander und der andere nicht. Und wenn du etwas absichtlich tust, dann lernst du ja dabei. Wenn du etwas unabsichtlich tust, dann ist wahrscheinlich dein Lerneffekt sehr gering oder du setzt dich ja gar nicht mit dem Thema auseinander. Darum war es halt für mich immer so witzig, ja, weil die letzten Jahre habe ich halt immer gesprochen über, wie wird man Weltrekordhalter oder leben im Grenzbereich. Ja. Dann sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Christian, du bist Weltrekordhalter, du kannst das. Da habe ich gesagt, nein, falsch, weil wir können das alle, weil ich bin ja nicht anders wie ihr. Aber die Message ist halt nicht so angekommen. Das andere war, dann habe ich gesagt, leben im Grenzbereich. Dann haben die Leute zu mir gekommen und gesagt, nein, das wollen wir eigentlich nicht. Ich bin ganz glücklich in meiner Komfortzone. Dann haben wir natürlich da auch wieder mit dem Thema auseinandergesetzt und haben überlegt, okay, was würde es bedeuten, wenn du als Mensch immer nur in deiner Komfortzone bleibst? Die Komfortzone wird immer kleiner. Und je kleiner die Komfortzone ist, desto unentspannter ist dein Leben. Warum? Weil dann kommt es eben zu Grenzbereichen. Und das sind ja nicht freiwillig, weil keiner hat sich die Pandemie gewünscht, keiner hat sich die Inflation gewünscht, keiner hat sich sonst irgendeinen Krieg gewünscht, sondern das sind ja unfreiwillige Grenzsituationen und die werfen dann den Menschen einfach leichter aus der Bahn. Wenn du jetzt aber hergehst und sagst, du verlässt gelegentlich deine Komfortzone und gehst in deinen Grenzbereich, und da muss man jetzt keine Weltrekorde aufstellen im Luft anhalten, sondern wenn ich kaltes Wasser nicht mag, ja, dann gehe ich halt kalt duschen eine Woche lang, ist auch das ein Grenzbereich, ja. Nur was passiert, wenn du dich immer wieder an den Grenzbereich begibst, dann beginnt deine Komfortzone größer und größer zu werden. Und je größer deine Komfortzone ist, desto entspannter und freier ist dein Leben. Und das ist ja eigentlich das, glaube ich, was die Menschen wirklich wollen. Und auf das hätte ich halt einen Einfluss, wenn ich mich da eben gelegentlich meinen Ängsten stelle. Ja, weil das ist ja das Problem, wenn wir die Komfortzone verlassen wollen, dann hast du ja die erste Zone, das ist nämlich die Angstzone. Und die musst du dann überwinden, weil dann kommst du in die Zone, wo du lernst, also in die Lernzone. Und danach kommt dann die Wachstumszone. Ja, das heißt, immer wenn du quasi die Angst überwindest, lernst du etwas Neues. Ich habe jetzt dann Angst gehabt vor etwas, habe es überwunden, damit ist ja diese Angst schon wieder eliminiert. Ja, und das Gute ist ja das, ich habe das jetzt nicht nur bei mir erlebt, sondern in über 20 Jahren Unterrichten bei über 10.000 Schülern, wo es 10.000 Mal genau dasselbe war. Das heißt, das habe ja nicht ich jetzt für mich alleine, ja, sondern das hat ja im Prinzip jeder Mensch in sich. Man muss es nur zulassen. Angst ist in der Psychologie vielleicht wirklich eben mit Schutzfunktionen und so weiter verknüpft. Ich muss gleich dazu sagen, ich bin kein Psychologe, ich habe nichts studiert, ja, sondern das sind halt alles nur Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Und als Sportler habe ich halt gemerkt, wenn du Angst hast, hast du ein Limit. Das heißt, du hast eine Grenze. Ja. Das ist beim Sport, beim Luftanhalten eine Mauer, also so interpretiere ich halt immer. Ja. Das heißt, die Leute halten die Luft an, dann kommen sie zu dieser Mauer und diese Mauer sagt, du, irgendwann vielleicht haben wir eine negative Erfahrung gemacht, tauch einfach auf, dann haben wir das Problem nicht mehr. Und jetzt ist es natürlich so, dass diese Leute auftauchen, weil es ihnen der Kopf sagt, aber nicht der Körper. Und deswegen bist du beschränkt. Ja. Das heißt, du legst dir selber in deinem Kopf eine Grenze fest. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aus Sicherheitsgründen, alles gut. Ja. Aber noch einmal, es hat dein Kopf vorgegeben, nicht dein Körper. Und wenn du jetzt leistungsfähig unterwegs bist, ja, dann solltest du ja eher auf deinen Körper hören, als auf deinen Kopf. Weil dein Körper kann tatsächlich viel, viel mehr, als der Kopf glaubt. Weil wir eben Angst haben. Ja. Jetzt ist natürlich immer der Punkt der, ist jetzt Angst sinnvoll oder nicht, eben als Schutzmechanismus? Ja. Ich glaube nicht, ja, weil wenn man halt nach was strebt, nach was Höherem,
dann musst du halt über diese Angstzone hinweggehen. Ja? Und der Punkt ist einfach der, das sind ja alles Erfahrungen, die wir gemacht haben im Kopf. Ja? Und ich habe das mit tausenden Schülern erlebt, die halt vielleicht irgendwann einmal als Kind oder irgendwas ertrunken sind. Ja? Und dann sagt das Gehirn, du pass auf, damals, das war ganz schlimm, tauch jetzt auf. Ja? Und das begleitet dich jetzt aber ein Leben lang. Aber der Punkt ist der, wenn es diese Schüler dann schaffen, nur eine einzige Sekunde über diese Mauer drüber zu gehen, dann realisiert plötzlich das Gehirn einen Moment. Ich habe jetzt eigentlich geglaubt, bei zum Beispiel 45 Sekunden, ich muss sterben. Und jetzt bin ich bei einer Minute und ich lebe noch immer. Wie super ist denn das? Das ist natürlich die Frage, warum muss man eine Minute Luft anhalten können? Aber diese Erfahrung kann ich ja auf alles umlegen. Und das ist halt das, was mir halt wichtig ist, den Leuten zu zeigen, ja, Angst, nochmal, es ist nur im Kopf, ja, die Gefahr ist real. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Gefahr und Angst? Ja? Brauche ich die Angst, um mich vor der Gefahr zu schützen? Also ich bin ja davon überzeugt, wir kommen alle ohne Angst auf die Welt. Die einzige Angst, die wir haben bei der Geburt, die halt vielleicht über die Gene mitgegeben worden ist, ist dieser Überlebensinstinkt, ja, den wir noch haben aus der Steinzeit. Ja? Weil damals gab es halt nur Säbelzahntiger, vor denen wir weglaufen mussten. Ja? Also da ist vielleicht so ein Angst gehen vielleicht sinnvoll, ja, aber wenn ich jetzt Angst habe vor einem, keine Ahnung, Autofahren, ja, das muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, die Angst kommt ja von wo. Und in meiner Überzeugung gibt es zwei Gründe, warum man Angst haben kann. Das eine ist, weil ich es erzählt bekommen habe. Deswegen finde ich halt das Märchen vom bösen Wolf so schlimm, weil das ist der Grund, warum halt dann Kinder vielleicht Angst haben vor Hunden, weil böser Wolf. Oder man hat tatsächlich eine negative Erfahrung gemacht und der Hund hat dann zum Beispiel gebissen. Ja? Oder man hat einen Autounfall gehabt oder was auch immer. Aber dann habe ich so eine angelernte Angst. Ja? Und jede angelernte Angst kann ich aber auch wieder entfernen. Und das macht natürlich schon ein entspannteres Leben. Ja? Weil wenn ich jetzt dann Flugangst habe, ja, weil es einmal gerüttelt hat, ja, und ich muss aber jetzt beruflich verreisen, dann wird das ein Problem sein. Ja? Wenn ich aber quasi über diese Angst drüber gehe, ja, dann ist sie ja wieder weg und ich kann wieder entspannt fliegen. Ja, und das ist eigentlich so mein Zugang, weil ich sage, wenn man sich mit dem Thema Angst auseinandersetzt, ja, dann kann man einfach dieses entspanntere Leben wieder haben. Ja, und darum ist es eben für mich immer ganz gut, ja, wenn man eben über diese Angst drüber geht, diese alte Erfahrung mit einer neuen Erfahrung, es ist mir ja eh nichts passiert, ja, um beim Tauchen zu bleiben, dann ist es einfach weg und man hat wieder ein befreiteres Leben und man ist halt wieder entspannter im Wasser. Also eine der besten Techniken, wenn man Angst hat, ist für mich tatsächlich das Atmen. Also für mich als professioneller Luftanhalter klingt das jetzt etwas komisch, die Atmung, ja, weil ich ja nicht atme während dem Tauchen. Aber es ist extrem wichtig für mich, vor dem Tauchgang zu atmen, richtig zu atmen. Und da bin ich halt drauf gekommen, dass wir Menschen leider alle falsch atmen, inklusive mir jetzt gerade. Aber ich kann von einer unbewussten falschen Atmung auf eine bewusste richtige Atmung umstellen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich jetzt nicht nur dadurch länger Luft anhalten kann, sondern ich habe ja auch viele Vorträge, wo ich halt am Anfang meiner Speaker-Karriere etwas aufgeregter war, ja, und dann gemerkt habe, puh, jetzt wäre ich immer nervöser. Und da hat mir aber auch hier die Atemtechnik geholfen. Also mit derselben Atemtechnik kann ich nicht nur länger unter Wasser bleiben, sondern ich kann Angst wegatmen, ich kann mich in den Schlaf atmen, kann dadurch die Konzentrationsfähigkeit erhöhen. Und warum funktioniert das? Ja? Wie ist dieses Prinzip? Also erstens einmal, wie atmet man richtig? Normalerweise atmen wir immer ein, aus, gleich lange. Jetzt muss man aber wissen, was passiert beim Einatmen. Die Lunge wird größer, dadurch hat das Herz weniger Platz und der Puls steigt. Also sprich, beim Einatmen steigt unsere Herzfrequenz. Wenn ich jetzt wieder ausatme, wird die Lunge kleiner, das Herz hat wieder mehr Platz, muss weniger schlagen. Das heißt, beim Ausatmen sinkt der Puls. Wenn ich jetzt immer gleich lange ein- und ausatme, was passiert mit meiner Herzfrequenz? Nix. Es bleibt eine Nulllinie. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich atme doppelt so lange aus, ich atme ein, der Herzschlag steigt. Wenn ich jetzt doppelt so lange ausatme, hat er das Herz mehr Zeit, um weiter nach unten zu gehen. Und mit jedem Mal ausatmen, geht mein Herzschlag runter und runter und runter. Was bedeutet das? Wir werden immer entspannter. Und wenn wir das jetzt umlegen, zum Beispiel auf das Thema Angst, ja, wie entwickelt sich Angst oder eine Panikattacke? Ein zukünftiges Ereignis, Name, Angst liegt ja in der Zukunft. Du musst fliegen, du musst einen Vortrag halten oder was auch immer. Und dieser Zeitpunkt kommt immer näher. Was passiert? Dein Puls geht nach oben. Was passiert, wenn der Puls steigt? Deine Atmung wird automatisch immer schneller. Wenn deine Atmung schneller wird, was passiert dann? Dein Puls wird noch schneller. Ja?
Und irgendwann kommt es dann eben zu dem Punkt, ja, wenn es wirklich ganz schlimm läuft, ja, dass du diese Panikattacke hast. Und Panikattacken entstehen deshalb, weil die Leute einfach anfangen zum Hyperventilieren. Hyperventilieren ist ganz schnell ein- und ausatmen. Kann jeder jetzt gerne einmal ausprobieren, der da zuschaut. Ja. Einfach einmal ganz schnell ein- und ausatmen und den eigenen Namen denken. Ha, funktioniert nicht. Warum? Weil durch dieses schnelle Atmen wir nicht mehr auf unser Gehirn zugreifen können. Ja. Und dann entsteht eben die Panik. Ja. Wenn ich eine Prüfung habe, ja, ich habe gelernt, wäre nervös, fange schneller zum Atmen an. Ja. Ich kann auf einmal nicht mehr auf die Information im Gehirn zugreifen. Ja. Und das ist das sogenannte Prüfungsblackout. Aber nochmal, wenn ich es ja gelernt habe, ist es ja irgendwo im Gehirn gespeichert. Ich kann nur nicht darauf zugreifen. Und wenn ich das jetzt aber trainiere und mich damit auseinandersetze, kann ich Folgendes tun. Ich merke, ich werde nervöser. Weil es gibt ja mehrere Stufen, also Nervosität, Angst, Panik. Ja. Wenn ich merke, meine Atmung wird schneller, wenn ich aufgeregt bin, wenn mein Puls steigt, kann ich jetzt sagen, okay, stopp, konzentriere mich aufs Atmen, einatmen, doppelt so lange ausatmen. Das heißt, ich muss ja im Kopf mitzählen, 1, 2, 3 einatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ausatmen. Wenn ich mich auf die Atmung konzentriere, was kann ich nicht mehr denken? Genau, das, was nämlich die Angst verursacht. Durch das richtige Atmen passiert aber jetzt nicht nur, dass ich mich jetzt besser konzentrieren kann, sondern auch noch, dass mein Puls wieder sinkt. Ja, und somit kann ich tatsächlich diesen Teufelskreis unterbrechen mit einem ganz relativen, einfachen Werkzeug wie Atmen. Also für mich ist es wichtig, ja, ich stehe extrem gerne auf der Bühne, bin extrem gerne im Fernsehen, um eben über dieses Thema zu sprechen. Generell quasi mit Grenzbereich, also jetzt gar nicht so fokussiert jetzt einmal über die Angst, sondern ich habe halt einfach das Gefühl, ich führe das perfekte Leben für mich und ich will halt so vielen Menschen wie möglich eine Inspiration sein. Ja. Und das war halt so der erste Gedanke für mich, wie kann ich viele Menschen erreichen? Und da ist natürlich ein Buch das beste Transportmittel, weil wenn Menschen gerne lesen, und das tut man ja normalerweise, dann erreichst du halt viele Menschen mit einer Message. Nachdem dieses Thema Angst auch in meinen Vorträgen ein sehr wichtiges Thema ist, war es dann für mich relativ klar, ein Buch über das Thema Angst zu schreiben. Und dann ist es natürlich immer die Frage, mit wem? Also ich selber, muss ehrlich gestehen, bin ein grottenschlechter Autor. Ja, ich bin gut im Luftanhalten, aber schlecht im Schreiben. Ja. Und da brauchst du halt dann einen Partner, genauso wie bei meinem Tauchabenteuer. Brauche ich einmal meine Sicherungstaucher und immer meinen Arzt dabei. Weil wenn du etwas tust, ja, du gehst an die Grenze, und auch ein Buch zu schreiben ist für mich ein Grenzgang gewesen, logischerweise, als nicht gern Schreiberling unter Anführungszeichen, ja, brauchst du einen Partner. Ja. Und so bin ich halt dann auf den Novum Verlag gekommen, und das Gute ist halt das, dass dich der Novum Verlag von A bis Z begleitet, mit der Schreibwerkstatt, mit dem Lektorat. Ja. Also wir waren so happy, weil, ich sage jetzt dann absichtlich wir, weil mir hat auch meine Frau geholfen beim Schreiben. Sie liest extremst viele Bücher. Und ich habe halt quasi meine Ideen zusammengesponnen. Ja, du brauchst ja auch mal ein Grundkonzept, ja, in welche Richtung soll das Buch gehen. Also das steckt ja so viel Arbeit dahinter und Schweiß und Herzblut. Und das ist halt wirklich etwas, wo du halt viele Leute brauchst, ja, die halt dann auch funktionieren wie ein Zahnrad, damit dann auch am Ende das Ergebnis stimmt. Ja, also ein Buch schreiben, ein Buch herausbringen, es sind auf Welten dazwischen, ja, und deswegen der Novum Verlag. Die wichtigste Message von dem Buch ist für mich, dass die Leute verstehen, dass das jeder umsetzen kann und dass es wichtig ist für einen selber. Man muss die Komfortzone verlassen, ja, damit sie größer wird. Und das Ziel sollte es sein, dass jeder ein zufriedenes, glückliches und entspanntes Leben haben kann. Angst ist nur im Kopf.